Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2 Lightfall Let's Plays. In diesem Part werden wir mit der saisonalen Story weitermachen. Und ja, dafür gehen wir jetzt hier erstmal zum Detail hier. Geliebter Akolyt, Champion der Gewalt, der die Tribute roh und süß wie Wunden trägt. Eine Stimme aus der Tiefe flüstert. In deiner Unsterblichkeit, Eris Morn, verlangst du unaufhörlich nach Vergeltung. Ich weigere mich. Bald werde ich die Scharform mit dem Rest zerstören. Sie hat keine Macht über mich. Macht allein wird Xivu Arad nicht zum Fallen bringen. Jeder Kampf belegt sie. Selbst jetzt nährt sie sich. So wie seit dem ersten roten Husten, dem ersten Kriegslied. Dennoch koste ich jeden Tribut aus. Ihre Stärke durchdringt mich und viele alte Schulden sind noch offen. Doch dies ist nicht der Moment. In den Karten lese ich Veränderung. Eine Welle wurde erzeugt. Ein großer Schatten zieht aus dem Blutmeer auf. Etwas kommt auf uns zu. Ach, ist das so? Was soll dieses Etwas sein? Wahrscheinlich ist unser nächstes Opfer damit gemeint. So, oder... So, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Sabatons Säule machen und dann geht's mit dem nächsten Teil weiter. Also, wenn das jetzt mal laden würde, können wir uns dann auf den Weg machen in die Aktivität. Ab rein geht's da. Part, das wirkt einfach nur so komisch. Langsam, ruckelig, keine Ahnung. Aber gut, ist halt so. Ja, okay. So. Hörst du das? Ich werde ganz sicher nicht drauf warten, bis die mal irgendwie vorankomme. Xivu Arads Brut oder der ist eingetroffen. Ist auch nur irgendwie einer. Na ja, gut. Wir werden auf dem Hof meiner Schwester ein Schlachtfeld machen. Ich war drei Anläufe, bis ich den ersten Mal kaputt geprügelt habe. Ich werde gerade auch irgendwie mit ich kann halt nicht drauf gedacht, was ich habe, aber ich werde eben halt eben ein Schwert. Das wegfliege, aber ja, ich habe ja kein. Ich darf mich jetzt. Okay, ich muss das kurz ablehnen. Nee. Das Ding ist halt mit halt viel zu schnell verbrannt. Dann auch noch diese komischen Spitzenspastis. Und dann hat man einen perfekten Mix für Mist. Ah, gut, anders der jetzt. Was wir mal erwarten hier. So, jetzt auf ein neues. Diesmal richtig. Kristall holen, eindanken und ab geht die Post. Aber dann macht es einfach so. Okay. Nur so konnte ich ihn zumindest eindanken. Ach, keine Muni mehr. Ich gerade einfach viel zu oft auf das Ding gegangen. Na gut, also haben wir es ja geschafft. Also ab hoch geht's. Ich höre es. Je nachdem, wie es läuft, sind das ja nicht schon wieder Story 2 Parts. Ja. Ist das überhaupt? Wir haben hier Ende mit unseren Klingen eingeläutet. Nein, das ist aber gar nichts. Alles klar. Sich in Schrecken, während wir ihr Aussterben besangen. Die Menschheit ist zum Teil des Refrains unseres ewigen Krieges. Was tut sie da? Xivu Arad kündigt ihre Herausforderung an. Achso, das soll das so sein. Geschafft. Du musst Xivus Schlägertypen hier rausjagen, bevor sie alles übernehmen. Ja, nichts lieber als das. Ich bin so oder so sind die ein bisschen zulässig, damit man sie stehen lassen kann. Und dann kümmern wir uns mal um die restlichen Karpaten. Oder halt erst mal um den wichtigeren. Also hier den Zorngeborenen. Ja, komm. So. Okay, der ist tot. Ja, nicht lieber als das. Aber vorerst geht es jetzt erstmal auf die Plattform hier. Das auch machen müssten wahrscheinlich
So oder so können wir ja hier jetzt mal den nächsten Teil machen. Komm, stirb. Danke. Was zur Hölle ist hier gerade los? Da war es ein bisschen übertrieben. Da hat man zumindest mal ein paar Ogre weg. Jetzt dürfte das zumindest mal ein Stück weiter gehen. Wenn es ein bisschen wenig Sinn hier weiter auf der Plattform stehen zu bleiben, wenn man dann nicht mal das Ding beschützen kann. Na gut, ne, das war zu erwarten, dass ich das jetzt neben mir schaffen werde. Aber trotzdem versucht man es dann, ne? Das macht Sinn. So oder so können wir jetzt ein paar neue Truppen erledigen. Vor allem, was ist Erismon überhaupt? Also was hat die, was für eine Brut hat die überhaupt? Sind wir das dann einfach? Oder wie ist das? Wahrscheinlich. Also ich meine, so wie die uns benutzt, kann man davon ausgehen. So, und tschüss. Ja, der ist da noch weg. Dann ist der jetzt bei dem Mülltrupp hier. Irgendwo zu erwarten, dass der jetzt in abhaut. Der wahrscheinlich besser ist als wir jetzt. So. Hä, das war meine Idee gerade. Beweg dich bloß nicht weg. Warum auch? Man kann ja einfach stehen bleiben. Das macht Sinn. Na? Das dauert echt eine längere Runde höchstwahrscheinlich. Ich meine, das läuft dann jetzt schon in die 9 Minuten und wir sind nicht mal in die, aus dem Raum hier raus. Hm. Nicht gerade schön. Na gut, kann man halt können gucken, ob wir, dass wir den auch fertig kriegen. Und jetzt haben wir noch die Plattform. Naja. So, den kann man jetzt erstmal kurz aufhalten. Mal den Ogre weg. Und da kommen die nächsten zwei. Oh je. Und jetzt kackt er noch kurz das Sound ab. Herrlich. Keine Ahnung, was das hier noch groß bringen soll, aber das sehen wir ja noch. So. Hat man die Plattform auch geschafft. Das heißt, jetzt brauchen wir noch den letzten Lichthorter. Ja, Lichthorter. Und dann dürften wir auf die nächste Plattform weiter können. Das ist das nächste Plattform, das nächste Ding. Na, keine Ahnung. Wo ist denn der jetzt? Achso, da. Okay. So. Und weiter. Hätten wir das. So, was ist jetzt noch? Achso, wir haben noch eine Plattform, die wir aktivieren müssen, oder was? Na, fantastisch. Na gut, was ist das? Wenn wir mal die Ogre kurz vom Feuern abhalten können, ist das schon mal etwas. Oder hat allgemein so Gegner, die halt so ein richtiges Sperrfeuer anrichten können. So. Ah, da ist noch so einer. Da mal den Endritter. Der müsste Ammo weg. Ja, komm. Richtig, Rainer. Wie mache ich sowas schon wieder? Richtig dumm. Na gut, das war's mit Modok. Ich lasse mich dann nebenbei erstmal so komplett verbrennen oder was? Naja, egal. Ach so, das ist einfach nur ein Level up. Also man
Linien, X-Mit-Linien und Pizza. Linien, X-Mit-Linien. Ah, das. Was ist das da? Nähre deinen Wurm genau wie ich. Ich werde meine Stärke an deiner Rache messen. Wir werden unsere Tribute bekommen. Ah ja. Du führtest meine Schwester zu ihrem Thron und sie fand durch deine Hand den Wahn. Nee, verdammt, das war die falsche. Oder? Du jagtest meinen Bruder zu seinem Thron und er fiel durch deinen Eifer wie seine Kinder. Und so wirst auch du fallen. Komm, auf meinem Hof herrscht Krieg. Dort findest so. Du mich. Und ich hab im Hochweg dann noch was vergessen. Naja. Hätten wir das? Na. Das zählt nicht, oder? Na doch. Aber die Kiste hatte ich ja schon. Na gut, falls sie wer bemerkt, kann sie sich mitnehmen. Ich für meinen Teil mache jetzt einfach so weiter. Wir müssen Xivu Arad von diesem Ort vertreiben. Oder sie wird die Thronwelt überrennen und meine Tribute an sich reißen. Ja. Du hungerst, genau wie ich. Du nein, nein, das ist die falsche. Genau wie ich. Na. Beweise bin ich im Ziel gelandet. Deiner Existenz, genau wie ich es getan habe. Ja, keine Ahnung. Ich werde dich wieder und wieder töten. Für immer und ewig. Unser Krieg ist wie die Liebe meines Bruders. Ich bin keine deiner Schwestern. Tja, also soll ich jetzt noch auf den warten? Soll ich den... Oder was ist jetzt hier los? Ja, weil ich weiß ja nicht, ob man hier an dem Socken noch irgendwas machen kann. Der ist ja gerade eben gespawnt, aber... Naja, lass mal den mal. Na. Ja, aber dann ist es die Tür. Haben wir nicht schon mal? Du hast na, keine Ahnung. Jetzt verscheucht diese Zorngeborenen. Ach komm, ne. Der Golak. Diese Pestbeute. Na gut, dann auch der jetzt. Was wir mal machen, ist halt irgendwie so. So, halt mal die. Ja gut, so viel Schaden macht das nicht. Und das war's mit der Super. Die kann ich eigentlich nur kurz benutzen, damit ich hier wegkommen kann von dem Typen. Was eigentlich die Schattigabe beweist. Was soll das bringen? Naja, sieht man ja noch. Höchstwahrscheinlich. Aber nicht, möglicherweise. Keine Ahnung. So. Und da ist er fast halbtot. Und ich bin einfach komplett niedergemetzelt. Ja, wir. Keine Ahnung. Kommt am Ende aber jetzt gleich raus. Ich meine jetzt, ob man das so ausdrückt oder nicht, macht da jetzt auch keinen Unterschied. Auch wenn hier die Art und Weise, wie wir den niedermähen können, jetzt nicht gerade die beste ist. Oder ist hier irgendwo schwere Muni, ne? Ja, aber der ist eh gleich halbtot. Jeden Moment. Ja. Perfekt, hier haben wir noch was. Versuch die ganze Menge. Okay. Na gut, machen wir einfach alles davon direkt weg. Na gut, da ist nur einer. Weg mit dem. Ja, komm. Okay, das war vielleicht extra dumm, da runter zu rennen. Okay. Das war. Also, da ist der Brunnen echt extrem praktisch. Mit der komische zorngeborene Bomber kann Affenmau verschwinden. Oder man macht halt einfach so. Ja, komm. Rinder. Da.
Ja, komm. Ist nicht doch. Ja, jetzt haben wir noch. Vorbei ist, wirst du dich umdrehen und laufen, und dein Wurm wird an dir nagen wie an einer vergrabenen Leiche. Dann wirst du keinen Tribut haben und verhungern. Es ist noch nicht vorbei. Xivu wird zurückkehren, bis sie ihren Krieg gewinnt. Wir müssen unseren Plan überdenken. Nein, unser Plan braucht keine Änderungen. Ihre Präsenz beweist seine Wirksamkeit. Wir müssen weitermachen. Ares, wir können sie nicht bekämpfen. Aber wir können die Stellung halten, ja, bis wir einen Weg nach vorn finden. Hüter, gehe weiter zum elenden Verlies der Hexenkönigin. Fordere die Tribute ein, bevor Xivu Arad sie sich als Beute ihres ewigen Krieges nimmt. Das gefällt mir nicht. Das muss es auch nicht. Ja, das ist auch nötig, dass dir das gefällt. So oder so würde ich aber trotzdem erstmal sagen, war's das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.